Das Wagnis, ein verlassenes Sanatorium. Meine Freunde, wir sind am Ziel. Im Scheinwerferlicht der Kamera glänzte meine Stirn, als ich auf das Ungetüm vor uns zeigte. Ein verlassenes Sanatorium, am Rande der Stadt. Man munkelt, es sei verflucht. Ich grinste in die Kamera, doch unter der Oberfläche, da kroch mir ein Schauer über den Rücken. Kalte, abweisende Düsternis strahlte das Gemäuer aus. Lasst ein Like da, wenn ihr euch traut, diesen Ort zu besuchen, rief ich in die Kamera und schwang das schwere Eingangstor mit einem Knall auf. Der Geruch von Moder und Verfall schlug mir entgegen. Schwere, feuchte Luft. Ein eisiger Wind pfiff durch die zerbrochenen Fensterscheiben und bewegte die Überreste von Vorhängen wie gespenstische Tänzer. Stille Gänge, vergessene Geschichten. Jeder Schritt ließ den Schutt unter meinen Füßen knistern. Leere Betten säumten den Flur, ihre Matratzen verrottet und zerrissen. An den Wänden hingen noch immer vergilbte Fotos und Zeichnungen von Patienten, Gesichter ausgeblichen und leer. Ich sah vor mir, wie das Leben hier einst pulsierte, gefüllt mit Hoffnung und Verzweiflung. Jetzt nur noch Stille. Ich filmte einen Behandlungsraum, rostige medizinische Instrumente lagen auf einem Tablett. Daneben ein Stuhl, an dem noch immer Lederriemen befestigt waren. Ein beklemmendes Gefühl machte sich in meiner Brust breit. Was war hier nur geschehen? Ich schüttelte den Gedanken ab und konzentrierte mich auf die Kamera. Das ist wirklich gespenstisch, Leute, flüsterte ich. Aber keine Angst, ich halte euch auf dem Laufenden. Das Flüstern im Dunkeln. Ein unheimliches Gefühl durchströmte mich, als ich den ersten Schritt in das verlassene Gebäude setzte. Tiefer und tiefer wagte ich mich in das Herz des Gebäudes vor. Jeder Schritt hallte durch die leeren Flure, als ob das Gebäude selbst atmete. Die Gänge wurden enger, dunkler, die Luft immer stickiger. Es fühlte sich an, als ob die Wände auf mich zukamen, mich einengten. Ich musste mich ducken, um nicht mit dem Kopf an die niedrigen Decken zu stoßen. Jeder Schritt war ein Balanceakt zwischen Neugier und Vorsicht. Einmal glaubte ich, ein leises Flüstern zu hören, doch als ich innehielt und lauschte, war da nichts. Nur Stille. Die Stille war fast greifbar, als ob sie mich umhüllte. Im Keller angekommen, fand ich eine schwere Stahltür. Sie war nicht abgeschlossen. Ein kalter Luftzug strich durch den Raum, als ich die Tür berührte. Neugierde und der Wunsch nach dem nächsten Adrenalinschub ließen mich zögern. Was würde mich hinter dieser Tür erwarten? Soll ich? Fragte ich meine Zuschauer und richtete die Kamera auf mein Gesicht. Mein Herz schlug schneller, als ich auf die Reaktionen wartete. Schreibt ja in die Kommentare, wenn ich die Tür öffnen soll. Die Spannung stieg, als die ersten Kommentare eintrafen. Natürlich wusste ich, dass die meisten zustimmen würden. Die Neugierde war ansteckend. Das war es schließlich, was sie sehen wollten. Die Spannung, das Unbekannte, das Abenteuer. Und ich war bereit, ihnen genau das zu geben. Ein Schatten, der nicht sein sollte. Es war ein unheimliches Gefühl, das mich überkam, als ich den Raum betrat. Hinter der Tür befand sich ein großer, leerer Raum. Die Wände waren kahl und der Boden war mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Oder zumindest schien er leer zu sein. Doch irgendetwas stimmte nicht. Ein Gefühl der Beklemmung lag in der Luft. Als ich mit der Taschenlampe durch die Dunkelheit leuchtete, glaubte ich, am Rande des Lichtkegels eine Bewegung wahrzunehmen. Es war, als ob der Raum selbst lebendig wurde. Ein Schatten huschte vorbei, zu schnell, um ihn genau zu erkennen. Mein Herzschlag beschleunigte sich und ich spürte, wie die Angst in mir aufstieg. Habt ihr das gesehen? Fragte ich atemlos, während mein Puls zu rasen begann. Die Dunkelheit schien dichter zu werden und ich fühlte mich beobachtet. Vorsichtig tastete ich mich weiter vor, die Kamera fest im Griff. Die Anspannung war greifbar. Jeder Schritt fühlte sich an, als würde ich durch zähen Nebel waten. Jeder Schritt schien in der Stille des Raumes zu hallen. Es war, als ob der Raum selbst meine Bewegungen verstärkte, mich verhöhnte. Plötzlich hörte ich ein lautes Krachen. Es durchbrach die Stille wie ein Donnerschlag und ließ mich zusammenzucken. Ich fuhr herum und richtete den Lichtkegel auf die Quelle des Geräusches. Mein Atem stockte und ich hielt die Taschenlampe fest umklammert. Dort, am Boden, lag ein umgestürzter Farbeimer.
Die Farbe hatte sich über den Boden ergossen und schien im schwachen Licht zu glitzern. Erleichterung und Unglaube kämpften in mir. Es war nur ein Eimer, aber die Angst ließ sich nicht so leicht abschütteln. Nur ein Eimer, Leute, sagte ich mit zittriger Stimme. Keine Panik. Doch meine Hände zitterten und ich konnte die Anspannung nicht verbergen. Doch die Angst hatte bereits ihre kalten Finger um mein Herz gelegt. Jeder Schatten, jedes Geräusch schien eine Bedrohung zu sein. Und ich wusste, dass dieser Ort mehr Geheimnisse verbarg, als ich ertragen konnte. Gefangen im Labyrinth der Angst. Ich irrte durch die Gänge, immer auf der Suche nach dem Ausgang. Die Wände schienen sich zu verschieben, als ob sie mich absichtlich in die Irre führen wollten. Doch das Gebäude schien kein Ende zu nehmen. Jeder Schritt, den ich machte, führte mich tiefer in das Unbekannte. Jeder Korridor glich dem anderen, als ob ich in einer endlosen Schleife gefangen wäre. Jede Tür führte zu einem neuen Labyrinth aus Zimmern und Fluren. Es war, als ob das Gebäude selbst lebendig wäre und mich nicht entkommen lassen wollte. Ich hatte das Gefühl, mich im Kreis zu drehen. Meine Orientierung schwand und ich wusste nicht mehr, wo ich war. Panik stieg in mir auf. Mein Herz raste und ich konnte kaum noch klar denken. Ich finde nicht mehr raus, entfuhr es mir. Meine Stimme hallte durch die leeren Gänge. Und zum ersten Mal spürte ich, wie mir die Tränen in die Augen stiegen. Die Verzweiflung überwältigte mich. Mein Handy hatte keinen Empfang. Keine Möglichkeit, Hilfe zu rufen oder meinen Standort zu teilen. Ich war auf mich allein gestellt. Die Einsamkeit drückte schwer auf meine Schultern. Die Dunkelheit schien sich zu verdichten, als ob sie mich verschlingen wollte. Und die Schatten an den Wänden nahmen immer bedrohlichere Formen an. Sie schienen sich zu bewegen, als ob sie lebendig wären. Ich bildete mir ein, Schritte hinter mir zu hören, als ob jemand oder etwas mich verfolgte. Doch wenn ich mich umdrehte, war da niemand. Die Stille war ohrenbetäubend. War ich wirklich allein in diesem gottverlassenen Gebäude? Oder war da etwas, das mich beobachtete, versteckt in den Schatten? Zeichen der Vergangenheit, Vorboten der Zukunft? An einer Wand entdeckte ich ein altes Whiteboard. Darauf waren mit schwarzem Marker undeutliche medizinische Notizen gekritzelt, Zahlen und Diagramme, die ich nicht verstand. Doch ein Wort stach mir sofort ins Auge: Hilfe. Es stand in krakeliger Schrift geschrieben, als hätte jemand in höchster Not darum gefleht. War das ein Hilferuf eines ehemaligen Patienten? Oder ein makabrer Scherz? Ich wusste es nicht. Aber der Anblick dieses Wortes ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich war hier nicht sicher. Ich musste diesen Ort so schnell wie möglich verlassen. Verzweifelte Suche nach einem Ausweg. Ich rannte los, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Kamera sprang an meinem Körper auf und ab, das Bild wackelte wild. Mir egal. Ich musste raus. Raus aus diesem Albtraum. Doch der Ausgang schien unerreichbar. Immer wieder endeten die Gänge in Sackgassen oder führten mich im Kreis. Meine Kräfte ließen nach. Ich war erschöpft, durstig und hungrig. Aber aufgeben war keine Option. Ich musste weiterkämpfen, für mich, für meine Zuschauer, für alle, die mir wichtig waren. Stille. Nur noch Stille. Plötzlich hörte ich ein lautes Krachen. Dann Stille. Absolute Stille. Sogar mein Atem schien wie verschwunden. Ich wagte nicht, mich zu bewegen. Die Kamera glitt mir aus der Hand und landete mit einem dumpfen Knall auf dem Boden. Der Bildschirm wurde schwarz. Ich war gefangen in der Dunkelheit, umgeben von Stille. Eine Stille, die lauter war als jeder Schrei. Eine Stille, die mir die Kehle zuschnürte und mir die Luft zum Atmen nahm. Hoffnung am Rande des Abgrunds? Wie lange ich in der Dunkelheit verharrte, wusste ich nicht. Es könnten Minuten gewesen sein, es könnten Stunden gewesen sein. Die Zeit hatte jede Bedeutung verloren. Doch dann, wie ein Hoffnungsschimmer am Rande des Abgrunds, sah ich es. Ein schwaches Licht am Ende eines Ganges. Mit letzter Kraft rappelte ich mich auf und stolperte auf das Licht zu. Jeder Schritt war eine Qual, doch ich zwang mich weiterzugehen. Das Licht wurde heller.
größer. Ich konnte es kaum erwarten, wieder frische Luft zu atmen, den Himmel zu sehen, die Sonne zu spüren. Entkommen oder für immer verloren. Endlich erreichte ich das Ende des Ganges. Vor mir befand sich eine Tür, die einen Spalt breit offen stand. Das Licht strömte aus dem Inneren. Mit zitternden Händen drückte ich die Tür auf und trat hinaus. Doch was ich sah, war nicht das, was ich erwartet hatte. Kein strahlender Sonnenschein, kein blauer Himmel, keine rettende Freiheit. Nur Dunkelheit. Eine undurchdringliche Dunkelheit, die mich zu verschlingen drohte. War das der Ausgang? Oder hatte ich mich verirrt, tiefer in das Labyrinth des Grauens hinein? Ich wusste es nicht. Und ich fürchtete, die Antwort niemals zu erfahren. Schreibt mir in die Kommentare, was mit mir passiert ist. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Für weitere Geschichten abonniert meinen Kanal. Auf der linken Seite gibt es eine weitere fesselnde Geschichte.